das haben wir noch nie gemacht, nämlich Punsch ausschenken für den guten Zweck. Aber heute tun wir es, oder? Ja, absolut, natürlich. Da sind wir immer vorne mit dabei. Es geht um Arabella Hilft. Wir sammeln da für Kinder, die sonst nicht auf Schulskikurs mitfahren könnten. Und wir freuen uns über jeden Euro. Also kommen Sie vorbei. Und kannst du eigentlich Skifahren? Also ich war ein sensationeller Skifahrer, aber ich bin ein besserer Glühweineinschenker, wenn ich ehrlich bin. Ja, das glaube ich dir gerne, weil so rasensportlich schaust du nicht mehr aus. Ah, aber wir reden jetzt nicht über Sport, wir reden über Glühwein und wir reden über Ausschenken. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen. Und viele, viele waren schon da und viele, viele sollen noch kommen. Und findet ihr es gut, wenn alle auf Skikurs fahren können? Auch die, die vielleicht nicht so das Geld haben? Ja. Warum? Weil die hätten ja sonst nicht die Chance, irgendwo tolle zu fahren. Genau, und wenn sie es noch nie gemacht haben und sie das wollen, dann ist es ja toll. Dass man einfach zusammen ist und beim Skifahren einfach in Gruppen ist und lernt, mit anderen zusammen mitzuhalten. Also da ist man nachher, nach dem Skikurs ist man noch mehr klasse als vorher. Auf jeden Fall. Kommt sich einfach näher, finde ich. Es gibt auch am Ende halt so eine Disco. Die ist unglaublich unnötig, aber da muss man halt einen Partner finden des anderen Geschlechtes, mit dem man dann zur Disco geht. Also ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr gerne mitgefahren. Mein schönstes Skikurserlebnis war die Disco am Abend natürlich. Also wird geil. An Weihnachten das Schönste. Naja, ich würde mal sagen, so Abende wie heute zum Beispiel mit den Kollegen oder auch mit Freunden und Familie. Und dass man die Zeit dafür wieder hat, weil das kommt eh oft zu kurz.